Mehr sage ich dazu nicht. Ich sag's mal so: Wenn du dich auf den Staat verlässt, dann bist du verlassen. Also sowohl der Staat als auch die Behörden sind meiner Meinung nach failed. Behörden, das Einzige, was noch funktioniert, Finanzamt, die sind pünktlich, die sind schnell, die machen noch das, für was sie da sind. Der Staat, wenn es ums Geld umverteilen geht, wenn es um Steuern einziehen geht, auch da sind sie dann gut. Aber wenn es um Sicherheit geht, wenn es um deutsche Interessen geht, dann wird es schwierig. Dieser Typ, der mich bedroht hat, ich habe keine Angst vor dem. Aber es ist schon ein mulmiges Gefühl, weil man einfach im Stich gelassen wird. Ja? Ich habe es unter anderem von meiner eigenen Community erfahren, dass der wohl gar nicht mehr in Deutschland ist, weil er abgeschoben wurde. Ja? Andere sagen aber wiederum, der ist immer noch da. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß nur, dass der mich persönlich bedroht hat. Und zwar auf das Schlimmste, was man eigentlich machen kann. Und ich würde mir schon eigentlich wünschen, dass ich dann solche Botschaften nicht von meiner Community bekomme oder von irgendwelchen anderen Menschen, sondern eben von der Behörde, von der Polizei, vom Staatsschutz. Ich meine, das ist kein regionaler Fall. Der Typ ist auf der Titelseite der Bild, also der ist überall präsent. Und ich erinnere jetzt nochmal an die Vögel aus Sylt, ja? Die wurden regelrecht vogelfrei hinterher exposed, alles wurde von ihnen genannt. Und bei diesem Typ? Da funktioniert es nicht. Und zum Schluss stelle ich jetzt noch eine sehr kontroverse und provokante Frage. Jetzt stellt euch mal vor, ja, das wäre ein Messer und ich würde, ihr seid alle, ja. Was denkt ihr, wie lange es dauern würde, bis Polizei und Staatsschutz vor meiner Tür wären? Schreibt's mal in die Kommentare. Würde das auch so lange dauern? Wahrscheinlich nicht, oder? Die wären ziemlich schnell da. Es funktioniert, wenn es eben in ihre eigene Agenda passt. Und ich bin überzeugt davon, dass es so ist. Solche Fälle allerdings, solche Art Gewalt, Islamismus, eben das, was man unter den Teppich kehren will, da will man kein großes Fass aufmachen, denn das könnte für Gesprächsstoff sorgen. Versteht ihr, was ich meine? Ein Scholz geht heute zum Beispiel vor die Kamera und denkt an den Herr Lübcke. Schön und gut, der böse Rechtsextremismus. Aber Herr Scholz, ich meine, Sie können vor die Kamera treten, Sie können daran erinnern, aber wo waren eigentlich Ihre Worte bezüglich diesem Anschlag in Mannheim? Wo sind Ihre Worte bezüglich dieser Gefahr Islamismus? Und ja, ich lasse mir nicht reinreden, dass das kein Problem ist. Es ist ein Problem. Wir sind alle in irgendeiner Form konfrontiert und die Sicherheit in Deutschland ist bei weitem nicht mehr so, wie sie eben mal war. Deswegen sollten wir alle immer und immer wieder darauf hinweisen, ja? Und ich finde, es ist mittlerweile egal, in welcher vermeintlichen Bubble du da bist. Im Prinzip sind wir alle davon betroffen, ja? Wir haben ein Problem in Deutschland. Wir haben eine riesengroße Spaltung und vor allem haben wir eben solche Art Gewalt, die immer und immer schlimmer wird. Ich habe es satt, diese mächtigen Konsequenzen und dieses hart durchgreifen. Am Ende des Tages ist es alles nur Bullshit, was ihr da labert. Und am Ende des Tages wissen wir auch alle, dass nichts passieren wird. Und deswegen zurück zum Anfang der Frage. Man sollte selber gucken, dass man eben in irgendeiner Form stabil bleibt und sich selber eben in Anführungszeichen sicher macht. Versteht ihr, was ich meine? Liebe geht raus an alle Menschen in Deutschland, die einfach nur zufrieden leben wollen, die in Liebe leben wollen, die glücklich leben wollen, die vor allem in Frieden leben wollen. Und dabei spielt es überhaupt keine Rolle, welche Nationalität sie haben. Und am Ende des Tages will ich nur noch eins sagen. Diese ganzen Influencer da draußen, ja, es gibt ja mittlerweile so viele wie Sand am Meer. Hört auf, nur den Mund aufzumachen, wenn es für eure eigene Bubble in irgendeiner Form gerecht ist und dass man nicht aneckt. Sprecht die Probleme in Deutschland aus und sagt eben auch mal, dass wir ein Problem mit Islamismus haben, dass wir ein Problem mit Entfremdung haben in Deutschland und vor allem, dass wir auch ein Problem mit einer riesengroßen Spaltung haben. Und die anderen, die in der vermeintlich rechten Bubble sind, sprecht ihr doch mal bitte aus, dass wir auch ein Problem mit, wie soll ich sagen, die sind aber antisemitisch, weil sie jetzt gerade auf der Straße gehen, um darauf eben zu pochen, dass man mal nach Gaza schaut und eben dort aufzeigt, wie schlimm es ist. Das ist sehr schlimm. Und das, was Israel macht,
Wir alle wissen, dass es falsch ist. Und diejenigen sollten sich da auch mal gerade machen und nicht nur ihrer eigenen Bubble gerecht werden in der Art, diese bösen Migranten da draußen. Deswegen darf ich jetzt nichts Falsches sagen, was in irgendeiner Form bezüglich Gaza dann vielleicht falsch ausgelegt werden könnte für mich. Versteht ihr, was ich meine? Solche Art Influencer braucht meiner Meinung nach niemand. Haut rein und denkt drüber nach. Übrigens ist leider gerade die Meldung reingekommen, dass der Polizist in Mannheim gestorben ist. Rest in peace. Mir fehlen die Worte. Einfach nur traurig. Mein tiefstes Mitgefühl an die Familie. Haut rein.